auch die Debatte um das Kopftuch ist keine Religionsdebatte, das ist eine politische Debatte. Wollen wir die Freiheit der Frau sicherstellen, die Gleichheit der Frau sicherstellen? Wollen wir sicherstellen, dass es keine Unterdrückung gibt? Das ist kein religiöses Symbol, das ist für uns ein Symbol des politischen Islam in Richtung Unterdrückung der Frau. Und das wollen wir nicht und wollen daher den kleinen Mädchen im Kindergarten und auch in der Volksschule das ersparen, dass sie da nicht gezwungen werden können, das tragen zu müssen und die Chance haben, sich zu integrieren. Und die Möglichkeit haben, hier auch in ihrer Gestaltung frei zu sein. Aber viele Gegenstimmen kritisieren ja, dass unter dem Deckmantel politischer Islam ganz andere Debatten ausgetragen werden. Von Schweinefleisch im Kindergarten, dem Kopftuch, was Sie gerade angesprochen haben. Ist das ein Vehikel? Was entgegnen Sie diesen Kritikern? Nein, das ist unrichtig, denn man kann mit mir über all die Bereiche diskutieren und da stellt man dann fest, dass ich keine theologische oder auch keine Religionsdebatte führe. Dazu bin ich auch heute nicht eingeladen, sondern es geht um den Missbrauch von Religion. Es geht darum, dass dahinter politische Ideen auch stecken, eine Instrumentalisierung auch gewisser Bereiche, die stattfindet, die ja direkt auch von der türkischen Behörde auch direkt auf die Vereine Zugriff auch haben über die Botschaft, auch auf Imame, da hat ja der Verein Atip jetzt auch reagiert und hat den Imam auch suspendiert. Ja. Da steht im Raum, dass das auch nicht nur eine Moschee war, sondern viele quer durch Österreich, die solche Kriegsspiele inszeniert haben. All das ist aufzuklären und das hat bei uns in Österreich nichts verloren und da braucht es auch Konsequenzen. Da gibt es auch ein Gesetz, wo wir da oder dort auch eine ähnliche Meinung haben, das Islamgesetz, wo ich sage, das gehört auch evaluiert, das gehört auch da oder dort nachgeschärft und optimiert, wo wir Handhabe haben, dann auch solche Vereine, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen, auch zu verbieten, aufzulösen oder auch Imame des Landes zu verweisen, die eben in der Art und Weise tätig sind.